So, da sind wir wieder. Zur dritten Folge. Episode, whatever. Und damit zum Debugging, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn als wir die Komponenten ins Skelett eingebaut haben, laufen sie auf einmal nicht mehr. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier. Wo war denn. Machen wir mal das da. Genau. So. Okay, also wir brauchen erstmal nur den Stromstecker. Grafikkarte brauchen wir erstmal nicht, Grafikausgabe, weil wir hören es ja daran, dass er piept, dass er funktioniert. So, das heißt, let's go. So, Lüfter sind alle dran, CPU-Lüfter. Erst geht er an und dann regelt er runter. Das heißt, das BIOS an sich müsste eigentlich reinkicken. Weil sonst würde er einfach die Lüfter auf volle Drehzahl drehen. Haben bereits alle Stecker einmal rausgezogen und wieder reingesteckt. Wir haben das BIOS zurückgesetzt. Zumindest haben wir den Jumper dafür benutzt. Vor allen Dingen auch die HDD-LED leuchtet die ganze Zeit durchweg, ne? Ist schon nicht normal. Ist das schon. Weißt du was? Wir nehmen mal hier die BIOS-Batterie raus. Ja, während des Betriebs. Und dann lassen wir den Rechner einmal stromlos laufen. Indem wir ihm halt einfach den Strom trennen, ne? Kennen wir ja. Dann sollten alle Kondensatoren auf dem Motherboard relativ schnell stromlos sein. Und dementsprechend auch Sachen, die noch besser sein könnten, rausklauen. Dann setzen wir gleich mal auf den Jumper hoch auf Clear CMOS. Komm raus, bist du zählt. So, ne, da dieser kleine Jumper, da ist so ein, ne, der heißt ja auch direkt Clear CMOS, von daher kann man sowas auch relativ leicht im Handbuch des Motherboards-Herstellers, also des Motherboards halt finden. Weil es gibt mittlerweile auch Motherboards, die arbeiten nicht mehr mit einem RAM als Speicher für die CMOS-Einstellungen, sondern die arbeiten mit einem Flash-Speicher. Das heißt, BIOS-Batterie entfernen reicht nicht mehr aus, um die BIOS-Einstellung zurückzusetzen. Das ist halt wichtig, weil ansonsten heutzutage in Zeiten von TPM würden ansonsten noch alle Keys verloren gehen und alle, ja, solche Sachen. Und damit das halt nicht passiert, deswegen werden solche Sachen meistens in einem Flash gespeichert und nicht mehr auf einem RAM. Das heißt, die BIOS-Batterie ist nur noch dazu da, um die Systemzeit weiterlaufen zu lassen. Sprich also, wenn du die Batterie rausnimmst, ist eigentlich nur die Uhrzeit verstellt. Wie gesagt, es gibt so noch Motherboards, die arbeiten mit RAM-Chips. Ob mittlerweile alle auf Flash umgestiegen sind, wage ich zu bezweifeln. Aber es gibt so ein paar Kandidaten, die nutzen das mittlerweile. Auch weil mittlerweile Flash-Bausteine, so eine kleinen zumindest, die sind ja bloß ein paar Kilobyte, wenn überhaupt, preiswerter sind als RAM-Bausteine. Oder besser gesagt, du arbeitest ja mittlerweile hier nicht mehr mit klassischen Mikrocontrollern, die einen ROM haben, der einmal gebrannt wird, sondern du arbeitest ja mit Mikrocontrollern, die einen Flash haben. Deswegen kannst du die BIOS ja auch flashen. Und damit ist ja sowieso ein RAM-Baustein drin. Und da ist es dann preiswerter, den zu erweitern, entsprechend, als da wahrscheinlich noch weiteren RAM reinzupacken. Keine Ahnung, weiß nicht. Aber auf jeden Fall arbeiten halt viele modernere mit einem Flash. Spätestens wegen TPM. Ich meine, TPM hat ja auch nochmal seinen eigenen Flash selber, ne? Die Module. Aber es gibt ja auch wie sagt man? Implementierungen, wo das Flash direkt in den BIOS integriert ist. So, gucken wir mal, ob das Ding wieder angeht. Und ja. Ah, jetzt bleibt die Powerlampe aus. Okay, das heißt, jetzt scheint es mit dem Clear Mouse zu funktionieren. Dann auf Ausschalten geht er trotzdem nicht, also Strom klauen.
Jetzt checken wir den Jumper wieder zurück. Warten wieder eine gewisse Zeit. Und dann setzen wir die BIOS-Batterie wieder ein und starten das Ding. Und wenn es wirklich am BIOS lag, dann sollte es funktionieren. Weil, wie gesagt, das BIOS an sich scheint schon reinzukicken. Weil, wenn das BIOS nicht reinkickt, einmal würde dann halt auch die Power, weil die Powerlampe ist ja erst aus und geht dann an. Das heißt, sie wird erst nach dem eigentlichen Einschalten des Rechners, wird die erst aktiviert. Also muss das auch mit übers BIOS laufen. Daraus folgt also, wenn das BIOS erst gar nicht reinkicken kann, weil das Motherboard keinen Strom bekommt oder irgendwas, also die Komponenten dafür, dann würde auch die Lampe nicht angehen und vor allen Dingen würde der Lüfter die ganze Zeit auf volle Drehzahl drehen. Weil diese Lüftersteuerung, die läuft ja auch übers BIOS, ne? Das heißt, wenn sich der Lüfter runterregelt, was er ja macht, weil der geht erst auf volle Drehzahl hoch und geht dann wieder ein bisschen runter. Und das ist ein Zeichen dafür, dass das BIOS an sich funktioniert. Das heißt, das kann ja eigentlich bloß ein verstelltes BIOS sein. So, drinnen, Strom ist da. Let's go. Jetzt geht doch die Powerlampe wieder an, sehr schön. Sie leuchtet so schon blau. So, gucken wir mal, ob er anfängt zu piepen. Jetzt, wenn ich auch die Grafikkarte wieder reinstecken könnte. Gucken, ob die bereits wieder Bild gibt. Ja, weil alle anderen Stecker stecken. Das hört sich relativ wenig nach Piepen an. Vor allem auf der Kamera sieht es so aus, als wenn die rote Lampe blinken würde. Jetzt bin ich die ganze Zeit verwirrt. Grundlos. Gut. Tja, also auf das 3 Sekunden gedrückt halt vom Power, das reagiert halt auch nicht, ne? Gut, ich nehme nochmal die Arbeitsspeicher raus. Steck mal ein nacheinander rein. So. Hier haben wir jetzt 2 GB Modul. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist RAM-Slot 1. Das sehen wir am besten mit der Taschenlampe. Okay, die 1 ist der schwarze hier ganz außen. Also außen im Sinne von der CPU. Also für euch. Der da, das ist der erste RAM-Slot. Zumindest ist da eine 1 dran. Und dann geht's hoch mit 2, 3, 4. Ne? Von daher gucken wir mal erstmal, wenn wir hier nur einen RAM-Slot reinstecken. So, gehen wir mal hier auch direkt den VGA-Stecker rein. So. Und. Ah! Okay, jetzt ist also wahrscheinlich doch der RAM. Der gerade Probleme gemacht hat. Gut, dann ganz klassisch. Kommt das Luftdruckspray ins zum Einsatz. Dann werde ich mal die RAM-Slots auspusten. Bitte halten Sie Ihre Ohren zu oder drehen Sie Ihre Lautstärke runter. Es wird laut in 3, 2, 1. So. Jutchen. Dann stecken wir jetzt den ersten RAM-Slot wieder rein und gucken mal, was das Bild sagt, wenn denn eins angezeigt wird. Okay, ist das wieder gar nichts angezeigt. Ich bin verwirrt. Dezent. Oder hat er gerade gepiept, weil er gar keinen RAM entdeckt hat? Da kommen die aus. So, ist er aus. Können wir mal gucken.
Okay. Das heißt, dass. Genau, das Piepen war also, weil er gar keinen RAM erkannt hat. Ist ja auch nett. Probieren wir mal einen anderen RAM-Stick. Den hier zum Beispiel. Stecken den rein. So. Oh, jetzt macht er ein anderes Verhalten. Okay. Gucken, ob er Bild gibt. Ja, jetzt piept er auch wieder. Also, es liegt wahrscheinlich am RAM oder was? Na super. Hat doch die ganze Zeit funktioniert. Gut, Bild zeigt er über den Anschluss trotzdem keins. Oder? Habe ich jetzt gerade den Bildschirm wieder ausgeschalten? Ja, ich krieg die Krise. Ah, na komm, gern. Dass die Tasten bei dem Bildschirm aber auch so nah beisammen sind und wenn du hier so rüberkrauchen musst, dann ist das schon ein bisschen irritierend. Aha. Ladies and Gentlemen, wir haben ein Bild. Das da. Das heißt, es lag wahrscheinlich wirklich am RAM. Aber am RAM haben wir doch gar nichts gemacht. Ja, das ist das Problem mit alten Steckern. Die können auch schmutzig werden. Also da kann auch was passieren, ohne dass du da wirklich was an- und absteckst. Oh ja, guck mal jetzt. Guck mal da auf dem Bildschirm, die Streifen. Es ist definitiv der Arbeitsspeicher. Wow. Wiggle, wiggle. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Dann machen wir mal kurz Reset hier. Tja, das heißt, dann müsste ich da wahrscheinlich mal mit Kontaktreiniger lang gehen, ne? Habe ich ja. Weil das sieht mir sehr nach dreckigen Slots aus. Jetzt ist er aus. Machen wir wieder an hier. Und der piept auch nicht mehr. Also es ist definitiv der Arbeitsspeicher. Na komm, geh aus. So, er ist aus. Sehr gut. Gut, dann gehen wir mal damit Kontaktreiniger lang. Und die Stecker selber von den Arbeitsmodulen, die sehen sauber aus. Das ist also wahrscheinlich wirklich die Stecker hier, was auch typisch ist für alte Motherboards. Ja. Sehr interessant. So. Schwuppdiwupps. Das Ding werden wir jetzt mal hier ein bisschen Hand anlegen lassen. Das ist ein bisschen sehr Ruhut, aber was willst du machen? So, erstmal Pin-Verlängerung ausfahren und dann machen wir mal hier ganz sachte, ganz bis nur. Klingt ja schlimmer als es ist, Alter. Ist ja. Ja, aber normalerweise drückst du halt komplett durch und das mache ich aber nicht, weil sonst wäre gleich die ganze Ding hier voll mit dem Zeug. Dementsprechend muss ich halt langsam drücken und dann kommen hier vorne so eine Blasen und die sind gerade schon am Blasen. Wenn du verstehst, was ich damit meine. So, mal gucken. Gucken wir mal rein mit der Leuchte. Ihr seht gerade leider gar nichts, aber naja, ich meine, Kontaktreinigung ist sowieso nicht etwas, was man so machen sollte.
Von daher lasse ich das einfach mal hier außen vor für euch. Sorry dafür. Aber hier sieht zumindest alles wieder relativ clean aus. So, wichtig ist, nachdem er Kontakt gereinigt hat, muss man den Stecker auch wieder, ich sag jetzt mal, eingewöhnen. Das heißt, den Stecker ein paar Mal raus und wieder reinschieben, damit der Kontaktreiniger wirklich an den Kontakten reiben kann. Und alle Verkrustungen, die da entstanden sein sollten über die Jahre, ja, lösen kann quasi, ne? Versteht ihr schon, wie ich meine? So. Schwuppdiwupps. Fangen wir mal mit dem ersten RAM-Slot an. Und gucken mal, ob das jetzt vielleicht sogar schon reicht. So, jetzt machen wir aber auch gleich mit Grafikkarte, wo wir auch gleich Kontaktreiniger reinsprühen werden. So, schön über dem, ne, über hier, über dem Rechner. Sollte reichen. Aber jetzt was hier in den GPU-Slot. Auch wenn ich nicht so gut rankomme. Eigentlich komme ich gar nicht ran. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt auf der Seite hier gemacht habe, sollte das ja auch den Stecker reinigen. Ne? Es sollte also alles passen. Ja, und es ist natürlich wieder so, dass solange wie die Arbeitsspeicher offen sind, ich die GPU nicht reinbekomme. Das heißt, das hat sich schon direkt erledigt. Dann muss ich erstmal alle Arbeitsspeicher reinbekommen. Na gut, dann machen wir alle Arbeitsspeicher rein und gucken, ob. Oh, der war falsch rum. Und gucken, ob das Ding dann postet. Und wenn nicht, dann halt. Ja, dann postet er halt nicht. So, den wieder raus. Und wieder rein. So. Ein bisschen wiggle. So, dann gucken wir mal, ob er jetzt hier piept. Hey, gern. Aha, wunderbar. Jüchen, dann kommt jetzt der zweite Test, wieder mit Grafikkarte. Heieiei, das ist ja ein Auf und Ab der Gefühle, das sage ich euch. So, dann müssen wir die Grafikkarte wieder hier wunderschön arretieren. Habe ich ja auch abgeschalten? Habe ich, ne? Muss ja, sonst wäre er an. So. Achso, ne, muss ich ja so machen, denn ich muss die Grafikkarte ja festschrauben. Während der Stecker drin ist. Eieiei. Dieser Rechner, ne? Du, der macht aber Sachen, die sind nicht normal, du. Also, ich würde den Anwalt rufen, du. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, du. Ne, finde ich nicht in Ordnung, du. So, dann stecken wir mal rein hier, ne? Schrauben wir mal ordentlich fest, die Kacke. Meine Güte. Wenn das Margaret hören würde, ey. Die würde den Rechner aus dem Fenster werfen, das sag ich dir, du. Dann hat keinen Spaß, du, ne? So, Stecker kann man rein- und rausstecken. Also reinstecken und rausziehen, so rum. Das macht Sinn. So, jetzt stecke ich den Stromstecker rein. Ja, und stecke mal rein. So. Ich glaube, er ist ganz drin. Das war schießer. So. Dann machen wir mal hier Strom. So, jetzt muss der halt im E-Stecker wieder in die Grafikkarte rein. Da wo er so wunderleicht reinpasst. Und dann gucken wir mal, ob das Ding jetzt hier
bootet. Also mit Bild, meine ich jetzt. Wo ist ein HDMI? Das HDMI. Und, gibt's ein Bild? Ja, leck mir am Arsch. Guck da, er gibt Bild. Das ist quasi ein bildgebendes Verfahren. Ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Dann müssen wir die ganzen Kabel hier ein bisschen wegbiegen. Ja. Obwohl. So, genau. Also jetzt läuft der Rechner erstmal wieder. Das heißt, ne? Strom ab, Stecker raus. So, und jetzt können wir die ganzen anderen Stecker stecken, die wir stecken können. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das heißt, ne? Die ganzen USB-Sachen hier vorne und ja, viel mehr ist ja eigentlich gar nicht. Dann fehlen ja bloß noch die Festplatten. So, alter Schwede. Aber die Kamera hier. Kamerisieren. Kommt der frisch aus der Kammer. Mojo. So, ich bin aber schon scharf hier. Guck mal, wie scharf ich bin. So, genau. Das heißt, einmal hinlegen. Und dann gucken wir jetzt die anderen Header. Wir haben einmal HD-Audio. Das ist gut. HD-Audio ist sehr gut, weil das ist die Schnittstelle, die... Obwohl, ist eigentlich klar, ist ein neues Gehäuse. Ne, bei alten Gehäusen, da habt ihr teilweise nicht nur HD-Audio, sondern auch noch diesen AC97-Stecker. Und viele neuere Motherboards, die haben halt nur noch HD-Audio. Logisch. Weil AC97 ist quasi ausgestorben. Aus verschiedenen Gründen. Und wenn man denn ein so altes Gehäuse hat, das nur AC97 hat, und man halt ein neues Motherboard hat, was nur HD-Audio hat, ist man ein bisschen aufgeschmissen. Das hier hat aber HD-Audio tatsächlich, sowohl das Motherboard als auch das Gehäuse. In dem Fall ist hier dieser gelbe Stecker, den man da sieht, ne? Ganz unten links, der gelbe Stecker. Da muss der rein, da fehlt auch ein Pin und hier ist ein Pin verdeckt. Das heißt, der Stecker kann wieder nur in eine Richtung rein. Also kommt er auch rein. So wie er soll. So. Ja, USB 3.0, wie gesagt, können wir nicht verwenden, weil das Board hat leider kein USB 3. Von daher ist der Pin da oben denn, also der, die Buchse halt, ja, funktionsuntüchtig, stört aber nicht wirklich, weil da seht ihr noch zweimal USB 2.0. Das ist dieser Stecker hier, der steht auch drauf, USB. Ja, USB, ne, steht so rum drauf. Und die USB-Buchsen, da muss ich jetzt mal selber ganz kurz gucken. Wie gesagt, bei solchen Sachen immer im Handbuch nachgucken, das ist von Motherboard zu Motherboard unterschiedlich. In der Regel ist es so, Audio ist ganz links. Dann kommen USB-Schnittstellen. Wenn der Rechner auch noch eine COM-Schnittstelle hat, dann ist die COM-Schnittstelle zwischen HD-Audio und USB. Das heißt, HD-Audio, optional COM-Anschluss, dann USB-Schnittstellen, dann USB 3 Schnittstellen, dann, wenn vorhanden, sowas wie Firewire und ganz rechts kommt dann meistens der Frontpanel-Anschluss. Das ist so die Reihenfolge, die bei den meisten Boards, mit denen ich bisher zu tun hatte, halt der Fall ist. Weil die beiden Asus-Boards, die ich habe, aus meinem jetzigen, also das X570 Pro und das B450M A2, das haben nämlich beide zum Beispiel einen COM-Anschluss. Finde ich sehr geil. Da habe ich nämlich so eine Breakout-Karten, die man halt hinten mit reinstecken kann, die dann quasi diesen Comport nach außen legen. Ja? Und ich dachte schon, die Schnittstelle ist ausgestorben. Aber Asus zumindest hat sie noch. Noch ein Grund mehr, warum ich bei Asus bleibe. So, wo ist jetzt hier fehlt doch jetzt eine Schraube. Da ist sie. Da ist sie. Schwarz auf schwarz, schwarze Schrauben auf schwarzer Matte. Nicht sehr geil, nicht sehr geil. So, können wir nämlich hier die außen die Blende wieder randrehen, die Grafikkarte blendet. Keine Ahnung. So, genau. Und jetzt muss ich mal gucken. Wo ist die Taschenlampe? Da. Was? Ist das beides USB? LOL. Okay, das ist ein bisschen sehr dämlich. Man hat hier drei Header. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so gut sehen kann, wenn die Kamera mal scharf stellen würde.
Dann würde man es vielleicht gut sehen können. Also da ist einmal grüner Stecker. Da ist ein blauer Stecker. Und da ist ein weißer Stecker. Ne? Sieht man so ein bisschen so. Da ein bisschen grün, da ein bisschen blau, da ein bisschen weiß. Das ist alles 3 USB. Warum zum Fick haben sie da verschiedene Farben genommen? Wollen die mich verwirren oder machen sie es einfach? So, USB war hier. Ja, und unser USB ist schwarz. Wir haben aber keinen schwarzen. Okay, sehr gut jetzt. Ja, dann nehmen wir einfach den nächstbesten. Und das ist der grüne, weil der am weitesten hinten ist. Und da die Kabel hier so schön in Schlaufel gelegt sind, kann man damit da ein bisschen rangehen. Jetzt geht er rin. Und schlock ich dich weg. So. So, perfekt. So, damit wäre USB auch verbunden und viel mehr haben wir ja gar nicht. Ah doch, wir haben noch den USB vom Karte wieder. Wo ist denn der? Wir müssen noch zweimal USB haben. USB, 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 USB getan. Ach da. Der hat sich hier durchgeschummelt. So, da haben wir den zweiten USB und der kommt dann halt in den blauen. Ja, YOLO. Das Kabel ist noch ein bisschen kürzer. Von daher ganz gut, dass der blaue Stecker ein bisschen weiter vorne ist. Passt also wie angegossen. So, der weiße USB-Stecker ist noch frei für die Zukunft. Beziehungsweise ich hab noch so ein, weil hier ist ja eh noch ein Slot frei, ne? Hier ist ja ein Slot leer. Und ich habe hinten noch so eine Breakout-Karte für zweimal USB 2.0. Und wenn hier eh noch ein Slot frei ist, so ein Header, dann kann ich da anbinden. Hol ich ein bisschen gleich mal. Dann haben wir das alles in einem Atemzug abgeschlossen. Wo ist denn der besser? So, komm mal her. Ja, der ist natürlich wieder blau. Sehr geil. So, ne? So sieht das Ganze aus. Da hast du hier so eine Breakout-Karte mit zweimal USB. Die steckst du halt hinten rein. Und auf der anderen Seite dann hast du dann halt so einen USB-Header, den halt das Motherboard steckst. Ganz simple Logik. So, jetzt müssen wir also die Blende hinten wieder abnehmen. Diese Blende blendet mich. Sie ist so blendend. So, raus mit dir. Dann ist nämlich auch dieser komische, weil das Problem ist hier hinten, diese Blenden, die muss man ja rausbrechen. Das heißt, wenn sie einmal raus sind, sind sie raus. Und dadurch, dass da auch noch eine fehlte, ist da jetzt quasi ein Slot leer. Und da passt der natürlich optimal rein. Naja, habe ich optimal gesagt. Der klappert zwar ganz schön, weil das Ding hier überall Luft hat, da wo es keine Luft braucht, aber es hält. Wenigstens muss die Blende nicht ans Motherboard rein, sodass sie ohne schief sitzt. So, bist du jetzt fest? Ja, du bist fest. Sehr schön. So, du kommst jetzt in den weißen Stecker. Ne? Dann haben wir alle 3 USB-Ports. Ich verifiziere mal nochmal, dass da auch wirklich überall USB dran steht. Ich habe zwar gerade eben schon überall USB gelesen, aber wer weiß, ob das USB USB ist. Wo ist meine Taschenlampe? Da. Digga, da brauchst du eine Taschenlampe, um die Taschenlampe zu finden. So, der blaue Header sagt F-USB1. Der blaue Header sagt IN-USB1. Und der weiße Stecker sagt IN-USB2. Also IN-USB2. Was ist der Unterschied zwischen F und IN? Oder ist das eine 1N? Ne, ist eine IN. Wir werden es nie erfahren. Achso, ich kann mal kurz gucken. Im Handbuch vielleicht. Findet man online ein Handbuch. Männchen. Ich hatte mir hier doch was im Verlauf liegen gehabt. Ich habe doch Setup Guide, genau, Setup Guide. Da müssten ja die Anschlüsse zumindest drin sein. Weil da hatte ich nachgeguckt gehabt, ob da vielleicht der Frontpanel mit bei ist. Aber der Frontpanel wird in dem Setup Guide nicht erwähnt. Dazu muss man sagen, dass das Motherboard ist ja ein Dell Motherboard. Und das stammt aus einem Komplett-PC von Dell. Und ja, da merkt man schon, die sind nicht gerade die wartungsfreundlichsten. Und da werden solche Sachen auch gerne mal nicht erwähnt. So, wo finde ich denn jetzt? Was für Schnittstellen sind hier? Muss doch mal irgendwo erwähnt sein. Mal verarschen? Kann ich nicht selber.
Jetzt haben wir eine Overview. Back.io haben wir schon mal. Ja, das Motherboard wird hier mit keinem Wort erwähnt. Aber ich hatte doch wenigstens eine Seite, wo steht, was welcher Header ist. Auch wenn die Header selber zwar nicht beschrieben wurden, das stand da zumindest, für was der Header gedacht ist. Wo ist denn das? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kriege eine Glieder. Verlauf. Gucken wir mal im Service Manual nach. Dann war es vielleicht im Service Manual. Ach ja, genau. Warte mal ganz kurz. Muss mal hier. Ihr könnt ja da gerade nicht sehen, was ich sehe. Wobei ich kann einfach umschalten. Warte mal ganz kurz. Solange ich da suche, könnt ihr ja mitsuchen. So, genau. So. Auch wenn die Schrift ein bisschen klein ist, sorry. So, genau. Hier haben wir jetzt die Übersicht, was ist. So, und da müsste auch erwähnt werden, welcher Header für was ist. Oder wurde das gar nicht hier erwähnt? Na nee, wenn nur so manche Headers erwähnt, aber wirklich alle werden hier auch nicht erwähnt. Ja, bla bla bla, das Arbeitsspeicher, wie man den ersetzt, steht da drin. Ansonsten steht da Front IO Panel. Ja, ne, wird nirgendwo erwähnt. Da ist die CMOS-Batterie, da sind die Netzwerkkarten und alles. Was uns ja alles per se erstmal nicht interessiert, uns interessieren ja die Header. Aber die werden hier nirgendwo erwähnt. Wow. Ja, willkommen bei Dell. Das ist natürlich sehr schade. Du kommst eigentlich nach da. So. Der hat sich ja nur wieder verschoben, weil der Bildschirm abgeschalten war. Und der dann die Fenster auf den Bildschirm verschiebt, der noch an ist. So, jetzt ist das wieder richtig. Und jetzt können wir wieder umschalten auf die dritte Kamera, wo immer die ist. Da. So, das heißt, wir gehen einfach mal davon aus, dass das alles drei wirklich USB ist. Zumindest steht überall USB dran. Auch wenn mich das F und das IN ein bisschen verwirren. Das ist aber in der Praxis überhaupt kein Problem. So, okay, alle drei USB-Header sind belegt. Mehr USB gibt's nicht. Zumindest sehe ich erstmal keinen. Ist hinten noch ein USB-Header? Meistens ist hinten direkt da, wo die IO-Blende ist. Haben auch noch manche Boards auch noch USB-Header, wo man so anschließen kann. Hat das Ding aber auch nicht. So, jetzt gucken wir mal, wie die Lüfter. Also der Case-Lüfter ist jetzt am SysFan 1. Haben wir denn auch noch SysFan 2? Weil wir haben ja immer noch die Peitsche von dem Netzteil, ne? Das Ding muss ja auch irgendwo untergebracht werden. Guck mal ganz kurz, ob ich hier was finde mit SysFan 2. Da ist der 1. Da ist keins. Das Motherboard hat echt nur einen weiteren Anschluss für Lüfter. Ja, YOLO. Dann bleibt die Peitsche vom Netzteil halt unbenutzt. Dann ist es halt so. Hier gibt es echt nur einen einzigen weiteren Header für USB. Für Lüfter. Unter der Grafik hat es auch nichts versteckt? Nö. Ja, dann ist es halt so. Gut. Das heißt, IO, also Front IO, ist alles verbunden. Dann können wir jetzt eigentlich die Festplatten montieren. Ne, die werden da hinten montiert.
Wir erinnern uns. Hier sind zwei Einschächte drin. Und genau an diesen werden wir jetzt wunderschöne Festplatten installieren. So, dann hole ich mal zwei Festplatten, die ich mir da rausgesucht habe. Du kommst erstmal wieder hoch. So, das sind zwei Festplatten, die bei mir rumliegen, von der Firma Samsung. Ich persönlich bin ja eher immer Seagate, aber die Weile lang halt hier rum. Und da weiß ich, dass da, wenn da was drauf ist, dann nichts, was ich brauche. Von daher können die platt gemacht werden, um das zu installieren, was ich nicht später drauf soll. Ne? Und zwar Ubuntu. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt nehmen wir hier mal ein so ein Ding raus. Da haben wir so eine. Ach, die werden gar nicht verschraubt. Ja, lol. Die werden, hier, ihr habt einfach nur so eine komische Nasen. Da und da. Und da werden ihr einfach nur eingeklickt. Also du kannst, obwohl hier hinten kannst du noch. Hier hinten hast du eine Schraube. Eine Schraubeloch. Ein Schraubenloch. Naja. Naja, von so einer Konstruktion bin ich eigentlich kein Freund, aber hey, was soll's. Mindestens werden sie mal mit zwei Schrauben festgemacht, ist ja schon mal mehr als null Schrauben. Weil ich hatte auch schon so eine Britschen, die hatten gar keine Schrauben. Da war wirklich nur eine geklackt und dann war's das. Super, die Schrauben sind doch zu groß dafür, die passen hier gar nicht rein. Da brauchst du so eine besonders kleinen Schrauben. Gut, dann nehmen wir hier auch keine Schrauben, dann... Ich meine, es hält ja, ne? Die Dinger halten ja fest und nach außen gedrückt werden können sie ja auch nicht, weil sie hier in der Schiene drin sind. Aber ich bin halt trotzdem einfach kein Freund davon. So, Festplatte 1 eingeklackt. Die haben jetzt sogar Jumper. Für was haben die denn Jumper? Stehen die Jumper-Bezeichnungen irgendwo drauf? Nö. Steht denn irgendwas drauf? Nö. Da sind die geheimen Jumper von Jumpistan. Da. Mach den Fokus. Da. Jumper. Haben beide Festplatten. Und jetzt kommt mir nicht mit Master Slave. Das sind SATA-Platten. Sonst klatscht es hier. Im Dreivierteltakt. So, lassen wir die hier einklicken. Da klicken wir sie auch ein. Dann sind sie eingeklickt. Und eingeschnappt. So, jetzt wird der Rechner ganz schön bodenlastig. Upsi, die. Der rutscht mir aus der Hand. So, jetzt brauchen wir zweimal SATA, Datenkabel und Stromkabel. So, das Stromkabel haben wir ja hier bereits. Ne, das ist das Falsche. Haben wir hier bereits. Ne? Das mit den viermal SATA. Das werden wir jetzt noch hier anbinden an das Netzteil. Ich hoffe, ich komme da auch gut ran. Es sieht gut aus. Es sieht scheiße eng aus. Alter Swader, wer findet denn so ein enges Gedingsgedöns? Ey, der muss ja fast mit der Zange ran. Okay, der bräuchte Hartlicht. Alter. Billig Netzteile sind echt das Schönste. Ja, der ist drin. Komm, raste ein. Oder ich raste aus. Ist jetzt drin oder nicht? Ja, er sieht drin aus. Okay. Das Problem ist nur, bei dem jetzt, die Nase ist oben. Das heißt, wenn sich der Stecker raushebelt und nach unten, also sich raushebelt, wo man hier dran zieht, dann wird er ja unten rausgezogen zuerst. Und da kann er auch raus, weil da ist keine Nase. Da ist nur oben eine Nase. Was jetzt wieder hier... dadurch relativ wenig bringt. So, jetzt haben wir hier zweimal welche, die so 90 Grad weggehen. Ist natürlich besonders passend für die Festplatten. Machen wir einmal daran. Und einmal daran. So, jetzt haben wir hier so schön, ne?
das Stromkabel dran. Müssen wir natürlich ein bisschen wegbiegen, damit dann später noch das Gehäuse raufkommen kann. Und dann haben wir hier noch einmal SATA über für die Beleuchtung von dem RGB. Das legen wir hier einfach mal so hoch, verbinden das. Wo ist das? Das ist da. Das muss also, ne? Also hier ist die Strippe von dem RGB-Beleuchtung. Und die kommt hier einfach als weiterer Verbraucher hinten ran. Und schon sind alle glücklich. So, haben wir nur noch die SATA-Datenverbindung. Sei brav und bück dich. So. Ja, hat ja gut funktioniert. Kabelmanagement for life, my friend. For life. Irgendwie so, keine Ahnung. So, zweimal da. Alter, ist aber gut hier. Zweimal Daten. Gleich kommt sowieso der Deckel drauf. Dann ist sowieso alles vorbei. Dann hol ich am besten auch gleich mal. Sonst schießt mir das Ding hier noch ins Gesicht. So, ich hatte noch so zwei SATA-Kabel mit so abgewickelten Steckern. Das Ding war aus so einem All-in-One-Flach-PC. Mein Hund guckt wieder. Das sollte ja für hier mit den abgewinkelten Steckern dann ideal sein. Ach, jetzt habe ich die Plane vergessen. Doch, ich plane. Play. Also hier. Ja, passt schon. Wo sind die? Da ist sie ja. So, du kommst mal nach. Da. Ach ja, so, die beiden kommen noch da und du kommst hier mal runter gelegt, ungefähr so. So, ihr geht abermals auf den Weg. Naja, gleich kommt ja die Platte rauf und dann ist Feierabend hier. So, abgewinkelte Sticker. Ne? Hier hat man so eine abgewinkelte Seite und die andere Seite ist halt gerade. Wir nehmen die abgewinkelte Seite, guckt die nach oben, ne, die guckt natürlich nach unten. Das ist natürlich nicht so geil. Och man, no. Ah ja, gut. Ich meine, wir haben hier letztendlich sowieso mehr als genug Platz. Eigentlich brauchen wir hier gar keinen abgewinkelten Stecker. So. Bumm. Die kommen jetzt nach hier durch das erste Loch, ne? Also durch das Loch, weil die Stecker sind genau hier auf der Höhe. Das heißt, das Loch zu benutzen ist halt von der Wegstrecke her halt am sinnvollsten. So, das Schöne an den Kabeln ist auch, die sind auf beiden Seiten arretiert. Das heißt, der Stecker kann dann nicht einfach wieder rausrutschen, ohne dass ich das möchte. So. Und das zweite Kabel ist drin. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das blaue Kabel länger ist. Da wäre es ja fast sinnvoller gewesen, das unten rein zu machen. Egal. So. Hier ist alles perfekt. Kabelmanagement for life. For life, my friend, for life. So, ganz schnell die Deckel drauf machen, bevor irgendeiner merkt, dass das nicht for life ist. Was ist hier unten los? Nach da. So. Bleib da stehen.
So. Das ist drauf. Dann können wir jetzt hier die Seite schon mal dicht machen. Da sollten wir jetzt eigentlich, außer irgendwas funktioniert nicht, nicht mehr ran müssen. Von daher bin ich hier relativ zuversichtlich, dass wir da nicht mehr ran müssen. Also hoffe ich jetzt zumindest mal, ne? So. Das heißt, die Seite von dem Rechner ist schon mal fertig. Meine Kamera ist auch fix und fertig. Ah, jetzt hat sie sich scharf geschalten, endlich. So, jetzt haben wir hier da zweimal USB 2.0 direkt from the Motherboard. Die Grafikkarte und das I/O-Schild ganz oben. Achso, und natürlich unten noch das Netzteil, ne? Sollte man ja auch erwähnen. So, jetzt sollte eigentlich alles mit Strom verbunden sein. Wir könnten also sogar schon hier die Glasplatte drauf machen. Warum nicht? Ach komm, nicht. Wir schalten die erstmal ein, gucken, ob alles funktioniert. Vor allen Dingen, ob der RGB leuchtet. Ich stelle das Ganze mal hoch und filme mit meinem Handy. Das macht die ganze Sache wahrscheinlich einfacher. Für mich, für euch, für alle. So, wo sind denn die Kabel? Die Kabel sind da. So, so, so. Ja, das macht die Sache viel einfacher. Sehr geil. Du kommst nach da. Du kommst nach... okay. Nicht alle Kabel wollen passen. Das ist ja traurig. So, du kommst nach da. Ja. Warum bist du so kurz? Warte kurz. Ich muss noch kurz gucken, wo mein Netzkabel hier lang geht. Ja, es geht natürlich einmal nach Paris und wieder zurück. Okay, warte kurz. Ich muss noch kurz mal rausziehen hier. So, du gehst nach da. Da. Und dann gehst du nach da. So, jetzt sollte es von der Länge auch locker passen. Ansonsten kann ich hinten noch eine Schlaufe lösen, dann ist es noch länger. Dass ich das nicht gleich gemacht habe. Oh, komm her. So. Jetzt ist das Kabel ganz lang. Jürgen. Problem ist, so sehe ich den Bildschirm gar nicht. Ja gut. Erstmal gucken, ob der Rechner angeht, ob er rumpiept. Bildschirm kann man so auch so ein bisschen sehen. Festplatten sind dran, das heißt, es kann sogar sein, dass er gleich irgendein Betriebssystem drauf startet. Wenn da eins drauf ist. Wenn nicht, dann natürlich nicht. Was sagst du eigentlich? Du sagst voll. Sehr schön. Ich bin auch voll. Da ist mein Handy. Sehr schön. So. Droidcam enabled. Droidcam. Da. So. Aha, aha. So, hier ist der Rechner. Der Rechner sagt schön. Ja. Und dann gucken wir mal. Angeht tut er noch nicht. So, jetzt sollte er angehen. Oh, und die RGB. Guckt euch an, die RGB. Ja, innen leuchtet es auch. Wunderbar. So, wir warten auf das Piepen oder schalten wir mal den Bildschirm ein. Ah, er piept. Ah, HDMI. So, mal gucken, was er sagt. Wahrscheinlich merkt er, weil er noch keine Tastatur hat. Und keine Maus. So, Harddisk Drive Failure. Ach ja, wir haben vorhin Siehst du, wir haben ja die M2 hier, die SATA-Schnittstellen, die vorne noch gar nicht verbunden. Ansonsten, alles andere funktioniert erstmal. Also, es funktioniert genauso weit wie davor. Ne? Keyboard fehlt, Harddisk fehlt noch, Frontpanel ist nicht die. Ja, doch, Frontpanel ist doch jetzt dran. Ne? Leuchten sogar beide LEDs. Was ist mit dem los? Ist egal. Ach ja, okay, wow. Bei dem ganz alten Gehäuse von Dell. Da war vorne noch so ein Kartenleser drinne und eine WLAN-Schnittstelle. Und scheinbar prüft er, ob er diese WLAN-Schnittstelle findet. Das kann natürlich sein. Ja. Vielleicht sind die auch deswegen so besonders bezeichnet da unten, weil er halt an ganz speziellen Steckern ganz spezielle Geräte erwartet und ansonsten halt einen Herzinfarkt bekommt. Das ist möglich. Gut, egal. Wir verbinden auf jeden Fall erstmal...
Hier sieht man auch schon, dass das Leuchten. Jetzt nicht mehr. So, dann verbinden wir nochmal die SATA-Schnittstellen auf dem Motherboard. Das haben wir ja vollkommen liegen lassen. Ist direkt alles kaputt. So. Aha, Fischer schaltet auch zurück. Sehr gut. So, wie rum müssen die Schnittstellen ran? So rum müssen sie ran. So, da kommt der rote Stecker in den schwarzen Stecker und der blaue Stecker kommt in den blauen Stecker darüber. Dann haben wir zumindest einigermaßen sinnhaftig reinfolgiert. An die schwarze Schnittstelle, ne, ich habe ja gesagt, normalerweise würde ich die bei schwarzen Schnittstellen nutzen. Aber die zweite schwarze Schnittstelle ist ein bisschen von der Grafikkarte überlagert. Da könnte man zur Not auch noch eine Grafikkarte, eine Schnittstelle reinbekommen. Aber macht halt keinen Sinn, weil ich eh nur zwei brauche. Ne? Da kann ich auch die beiden nutzen, die frei zugänglich sind. So, das heißt, jetzt hat er auch die Festplatten, genau. So, dann gucken wir gleich mal wegen Tastatur und Maus. Ich stelle den Rechner aber jetzt nach hinten, weil ne, der Rechner ist jetzt fertig. Den müsst ihr nicht mehr sehen. So schön sieht der eh nicht aus, wenn wir mal ehrlich sind. Und von daher nehmen wir jetzt Maustastatur. Rücken die Kamera so um, dass ihr den Bildschirm gut seht. Und dann gehe ich mich mal kurz übergeben. So. Schwuppdiwupps. Lulululul. So. Kommt hier rechts nach hinten. Wo eigentlich? Ach ja, hier. Ich schraube noch gleich mal das Plexiglas fest. Dann haben wir das auch. Achso, wisst ihr was? Wenn wir hier gerade schon mal kurz weg sind, dann aktiviere ich mal meine extra dafür eingestellte Zähne. Pause. Der Gemeinde fertig hier. So, jetzt noch die Kamera umstellen. Und alles ist kaputt. So, du nach da. Alejandro. So. Gucken wir, wie wir am günstigsten hinstellen, ohne dass hier alles zerstört wird. Du nach da. So, dann kann die Kamera nämlich noch da hinten. Oh,
Holy moly, holy moly. Die Welt hat was gegen mich. So. Okay, ich glaube, wir sind bereit. Wo ist die Kamera? Die Kamera ist da. Aha. Ja, nice. So. Ist natürlich jetzt relativ weit weg von dem Bild und leider hat die auch keinen Zoom. Das ist aber kein Problem. Dann mache ich mal schnell in OBS eine kleine Szene, in der ich die Kamera ein bisschen reingezoomt habe. Ne? Ein Hoch auf OBS und so. Habe ich dann hier eine Szene bereits? Was bist du? Du bist das. Du bist das. Du bist das. Okay. Dann nehme ich einfach mal dich und dupliziere dich nach Workspace Workspace 4. Bam. Ach, ich habe ja kein Workspace 3. Dann kannst du ja auch Workspace 3 heißen. Bam. So. Und hier wird jetzt... Was ist denn das hier alles, Alter? Du, was bist du? Du bist... Ach so. Du kannst weg, du kannst weg und du kannst weg. Dann bist du noch da. Sehr schön. Und du wirst jetzt mal ordentlich skaliert. Transformieren, Transformation bearbeiten. So, Position minus 100... Was? Oh. Namki war aus. Minus 129. Minus 1080. Und dann das Ganze auf 4K. Dann müsste das Bild genau doppelt so groß sein. Jawohl, ja. Mein Gott, nicht gut. So. Okay, das heißt, ihr seht jetzt die mittleren, die Kamera, die Bild da. Seht ihr. Wenn auch ein bisschen verschwommen, ist aber kein Problem. Weil so viel gibt es eh noch nicht zu sehen. So, jetzt brauchen wir noch Keyboard und Maus. Da habe ich hier so einen schönen Dongle dran. Mal gucken, ob der vorne erkannt wird. Das müsste voraussetzen, dass das BIOS sowas überhaupt erkennen kann. Und dass die Front-IO-Pins funktionieren. Und natürlich habe ich den in den 3.0-Port gesteckt. Ich Volldödel. So. Jetzt. So, dann nehmen wir jetzt mal... Aua. Die Kamera und die... Quatsch. Die Maus und die Tastatur. Aua. Mann, ich drücke schon wieder auf irgendwelchen Tasten rum. Wow. Direkt alles zerstört hier. Bildschirmfoto. Oh, ich habe ein Bildschirmfoto ausgelöst. Na super. Bildschirm, Foto, 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 Foto. Alter, wie viele Bildschirmfotos habe ich denn gemacht hier? 6 Stück. Brauchen tue ich keins davon. Alle weg. Bye, bye. Ja, moin. Oh mein Gott. Alles, was er wollte, war Frieden. Alles, was er bekam, war Russland. So, die Tastatur auch noch davor. Ja. Na, es war aber hier die Maus und Tastatur vom Testsystem. Warum kann ich das Bild da nicht scharf stellen? Was ist denn das da? Achso, der Karton. Pff. Ah, doch, einigermaßen scharf gestellt ist es. Egal, gleich wird es noch schärfer. So, ich schalte mal den Rechner ein. Ne, ich habe den Handy-Check ausgeschalten noch. Super nice, super nice, super nice, super nice. So, kann ich das Bild gleich wegstellen. So, Kontaktreiniger kommt weg. Druckluft kommt weg. Und der Rechner geht an. So. Strom hat er jetzt. Dann sollte er jetzt auch angehen. So. Gucken wir nochmal ganz kurz, ob das mit der Kamera Sinn macht. So. Jetzt seht ihr gleich, ob der Rechner funktioniert oder nicht. Da. Der RGB. So, also angeht tut er schon mal. Mehr sieht man da vorne jetzt eh nicht. Das heißt, oh, piepen tut er auch. Also funktioniert tut er auch noch. Dann schalten wir mal jetzt um. Bin ich mal gespannt, ob er die Maus und Tastatur... Ach, ich bin doch Bild. Ist doch falsche Maus und Tastatur. Das ist doch die Kabel gebunden. Ich habe doch gerade einen Dongle reingesteckt. Ich brauchte doch die Kabel los. So. Ah! Er sagt nicht, dass er Tastaturfehler hat. Sag mal, ihr seht da gar nicht. Ach doch, ihr seht da. Ne? Frontpanel fehlt noch.
CMOS-Batterie ist noch gefickt. Und ja, F-Tasten muss gedrückt. Also das heißt, Keyboard hat er erkannt. Er kann mit dem Dongle also umgehen. Das ist tatsächlich cool. Ich dachte, das Motherboard ist noch so alt, dass das nicht funktioniert. Aber man ist ja immer wieder überrascht. So, du kannst hier weggehen. Schuppidups. So, noch da. So, jetzt brauche ich mal hier die super stylische Funkmaus. Und die super stylische Funktastatur. Aus dem Hause Nachbar. So. Einschalten. So, F2 to one setup. Oh, es funktioniert sogar. Nice. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob man das hier irgendwie ein bisschen schärfer gestellt bekommt. Ja, das sieht gut aus. So, wir haben 166 MHz, 8 GB. Ne, da sieht man, da, 8 GB, 166 MHz. Also RAM wird komplett erkannt. Der Prozessor ist tatsächlich doch der Vierkerner. Nice. Cool. Genau, ist ein Vierkerner. Alles andere wird auch erkannt. System Inspiron 570, ist klar. Jetzt wollte ich gerade schon hier mit der Maus navigieren. Geht ja bei dem noch nicht. Bei den neueren Motherboards geht ja. So, Festplatten hat er auch erkannt. Geil. Cool, ja, dann läuft ja alles. Dann kann ich jetzt den Rechner abschalten, den Stream beenden, das Video. Und in der nächsten Folge gucken wir uns dann, also da installieren wir dann das System und alles drum und dran. Ja, das würde ich mal sagen, weil mit der Kamera hier das Ganze zu machen, ist natürlich Bullshit. Das Problem ist halt, ich kann auch die HDMI-Capture-Card nicht während des Betriebs bei OBS reinstecken, weil da rastet OBS komplett aus und zerstört halt das Audio. Also das Audio ist nicht zerstört, aber ab dann, wo ich die HDMI-Karte reinstecke, hört man mich halt nicht mehr. Weil er da versucht, auf der HDMI-Karte umzuschalten und bei der bleibt er dann auch. Warum auch immer. Die wichtigsten Sachen im Leben. Hatsune Miku. Hatsune Miku. Hatsune Miku everywhere. Ja. Genau. So, das heißt, blablabum. Wir machen tun Ende. Und genau, dann ist damit die dritte Folge auch zu Ende. Und in der vierten und den letzten Folge, gehe ich mal von aus, machen wir denn das System, also installieren wir dann die softwareseitige Sachen. Erstmal gucken, ob da was drauf ist. Und wenn ja, ob wir das drauf lassen, wenn das eine clean Installation ist. Oder ob da, wer sagt, Samsung Festplatten benutze ich nicht. Da dürfte also kein Produktivsystem von mir drauf sein, sondern höchstens irgendein Testsystem. Und wenn das halt eine clean Installation ist, dann können wir die auch direkt weiterverwenden. Wobei ich nicht weiß, also wenn da Knoppix drauf ist, Knoppix ist halt nicht einsteigerfreundlich, ne? Also ich würde da schon gerne Ubuntu drauf klatschen. Und da halt am ehesten dann wirklich normal Ubuntu. Ich meine, Kubuntu wäre vielleicht auch für einen Windows-Umsteiger vorteilhafter, weil Kubuntu orientiert sich eher an Windows als Ubuntu. Vielleicht wäre Kubuntu gar nicht mal so dumm. Wie gesagt, wir gucken erstmal, was drauf ist, ob da was drauf ist, und wenn nicht, gucken wir weiter. Auf jeden Fall ist die Aufnahme damit erstmal beendet, und die Folge damit also. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bye-bye.